Servus Leon, ihr seid heute auf Divinitus 16 Bars Exclusive. Wir sind heute an der frischen Luft. Sicht mehr innen, kann man rauchen, weil beim Next darf ich nicht rauchen. Und ja, wir stellen heute euch ein paar Newcomer vor, die was halt Support brauchen. Wir von Divinitus unterstützen euch. Auch wenn ihr schon ein bisschen bekannter seid, macht es nichts, schickt es einfach ein. Und wir schauen uns jetzt einfach den ersten an. Der kommt von Wien. Das ist der Steril One, oder? So heißt er nichts, ja. Ja, was der die ganzen Künstlernamen, wenn du es noch nie richtig mit einer geredet hast, weiß ich es halt nicht genau. Ja, habe ich schon gesagt, dass er aus Wien ist? Ja. Ja, er ist aus Wien. Und ja, wir schauen uns das jetzt einmal an. Viel Spaß. Yeah, yeah, yeah. Steril One am Mikrofon, Alter. Divinitus TV, 16 Bars Exclusive. Schnell mal aus der Hand geschüttelt, Alter. Ja, auf Wien 23.3, Alter. Max hört gern Bushido und die Grete hört Flair. Mein Denken ist dagegen, eben nie wie konträr. Deine Pseudodole sind lächerliche Punks. Ich spit in schnellen Kontraktionen wie ein Epileptiker im Krampf. Ich hab 100.000 Texte, die in Ecken verstauben. Bevor ich das Mic berühre, schächt ich trächtige Tauben. Plattenfirmen suchen Opfer, denn sie wollen einen Hit. Ich halt Rap im Gleichgewicht wie der goldene Schnitt. Euer Rap kann euch nicht leiden, ganz egal wie cool ihr tut. Es gibt massive Saupoliten, Sprachprobleme wie Schulversuch. Und die Medien pushen das, weil ihr eine Randgruppe seid. Rap kann keiner leider. Denn die Wackness bleibt gleich. Du hast jeden Tag einen Wecker, bist wie tot am Chillen. Und glaubst Fotos in Wies ist ein Kodak-Film. Doch mein Album kommt am Markt und die Toys werden klein. Denn es wird wie Ghetto-Gangster käuflich zu erwirben sein. Yeah, 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 die Reborn, Sex und Bars Exclusive, Alter. Hast du den letzten Reim gecheckt, ey? Yo, scheißegal, Alter. Die Reborn am Start. Die Vinitus TV, großen und herzlichen Dank, wenn das gespielt wird, Alter. Coole Sache auf jeden Fall, Rap in Wien muss weitergehen, Rap in Wien muss größer werden, Alter. Jeder trägt sein kleines bisschen dazu bei, bis geht draußen an meine Homies, Alter, an alle meine Bros. Doppel B, alle Leute, die mit mir down sind, Dudes Class Entertainment, großen Dank an Ghost Glider für die vielen fetten Beats, Alter. An alle Leute, die für mich Beats gemacht haben, an alle Leute, die an mich geglaubt haben, DJ Bernie von Ausgleich, Alter. Der saufette Dinge für mich scratcht, immer keep it Untergrund, Alter. Für mich reicht's 100 Stück zu verkaufen und das ist leibend. Oder 100 Stück zum Download anzubieten. Für mich reicht das, ich will mich in Kunst ausdrücken. Fick die ganze Scheiße, die Rap ausbeutet, um Geld zu verdienen. Ich bin draußen, peace out, Steril One, Sex im Park, yeah. Ja, das war jetzt Steril One. Aus Wien. Ja, der nächste, den muss man vorstellen, ist MOTZ aus Burgenland. Boogie Lens Feines, sagt er halt. Jo, in der Unterführung hat er gefilmt, gedreht. Schauen wir uns das an. Viel Spaß. Zum Umzuzogen hat es los, wuchs auf in einem Barrio, vaterlos, Mama bloß auf Alkohol, da zieht einen in die Straße groß. Ein anderer Sohn kriegt alles in den Arsch geschoben, das obwohl es nicht wert ist, ehrlich, sowas erzeugt Aggression. Wie doppelte Arbeit für halben Lohn, da scheiß ich drauf, ich weiß genau, wie ich mir meinen Zaster hol. Hab nie wenig gehabt, doch hab mir alles verdient und ich war jung, dumm und kurz davor am Abzug zu ziehen. Ihr habt nicht die leiseste Ahnung, nur irgendeine scheiß Erwartung, wie das Leben sein kann. Ich wünsch euch nicht meine Erfahrung, ich kam früh auf die schiefe Bahn, mit 13 kam ich ins Spiel, das einzige, was ich niemals Namen bei Heroin, vertickt hab ich alles schon mal. Erzähl mir nicht, wie man kauft. Basie Bullen wollten mich dafür damals zweimal auch hochnehmen. Das war uncool, dann hab ich mich scheiße gefühlt. Als ich dafür bezahlt hab, hab ich jeden Stein abgebüßt. Ja, aber sag mal, interessiert dich das? Wen kümmert das? Vielen passiert sowas. Scheiß auf Mitleid, das ist nichts, was ich brauchen kann. Und ich will keins, weil ich davon nichts kaufen kann. Also sag uns, interessiert dich das? Wen kümmert das? Vielen passiert sowas. Scheiß auf Mitleid, das ist nichts, was ich brauchen kann. Und ich will keins, weil ich davon nichts kaufen kann. Das war MOTZ aus Burgenland. Und jetzt schauen wir sie an aus Linzau, in Schizophrenia, in Rotzburm. Viel Spaß.
16 Zeilen für die Vinitos TV. Jeder von euch homunculus schaut. Blade, ihr wisst ja nicht mehr, ob es am Beat oben oder unten steht. Und ich rappe ohne Beat fetter als der Rainer Kalmund mit einem Big Mac. Und wenn ihr den nächsten Hit fetzt, ist es wie Weihnachten und ihr wisst es. Warum erstens ihr rappt, weil es liebt. Zweitens ihr rappt, bis ihr stirbt. Drittens greift ihr so am Mic herum wie ein Nutten auf Koks. Rappt mit Double Time wie ein Quantenteil, wie das so schnell wie der Usain Bolt. Wenn ihr den nächsten beschissenen Gangster-Rap auf YouTube lotz. 10.000 Klicks, 10.000 Leute, die euch lächerlich finden und lachen. Auf MP4 seid ihr Deckers Beat zu Org und Posts. Ich scheiße für euch wie auf FM4. Keiner von euch wirstelt, kriegt Props. Na, aber Bossa Nostra verdienen sie die Props, nebenbei Christi Fatzer. Mir persönlich geht's um wichtiger als alles, einen Haufen Cash. Find den leibenden Beat und schreibe ich drauf, weil es mich flasht. Ein Haufen Rapper hoch immer auch, aber die wenigsten haben mich weg. Moment, es ist schon wieder spät wie immer um die Zeit. Also next. Das waren jetzt die drei Newcomer. Es werden weitere Folgen. Wir haben noch genug Material. Wenn es sich ausgeht, werden wir jede Woche was senden. Und unterstützt österreichische Hip-Hop, die Newcomer, die Winnetous.at machen wir groß, weil wir supporten wirklich die Leute und nicht nur unsere Freunde. Haut rein.